das Skript sagt einfach aus, wie es danach weitergehen soll. Und dass man sich vielleicht daran auch einfach ein bisschen festhalten kann und entlanghangeln kann. Alles hinter sich lassen, was mit dem Teufel zu tun hat oder was der einem anbieten könnte, und sich bloß auf Gott verlassen. Für mich persönlich heißt es einfach, dem Teufel zu entsagen, mit deinen Mitmenschen, auch wenn sie dich provozieren wollen, nett umzugehen. Mein Konfi-Unterricht war echt cool. Cooler Lehrer, coole dynamische Dreiergruppe. Also eigentlich sehr gutes Zusammenspiel. Gut. Also zwei davon kenne ich schon, seit ich geboren bin eigentlich. Und vor einem Jahr ist dann noch die vierte Konfirmantin dazugekommen. Mit ihr verstehe ich mich ganz gut. Sie ist eher ruhig, von daher, ja. Und mit dem anderen gehe ich manchmal raus und mache auch ein bisschen... Meine Konfirmandenstunde habe ich eigentlich echt entspannt wahrgenommen, beziehungsweise halt einfach locker, weil die Lehrer waren halt einfach cool drauf, man konnte halt einfach dem Unterricht folgen, auch wenn mal Witze gemacht wurden, nicht so wie in der Schule, dass man so einfach starr da sitzt und einfach zuhört, sondern es war halt einfach eine coole Zeit mit meinen Mitkonfirmanden, wo einfach eine coole Truppe, beziehungsweise eine gute Atmosphäre geherrscht hat. Meine Konfirmation habe ich mir eigentlich so vorgestellt, dass der Gottesdienst halt für die Konfirmanden gerichtet ist. Wer hätte es gedacht? Nachmittags wird es eigentlich wie eine große Familienfeier. Zuerst natürlich der Gottesdienst, danach das Gelübde und danach geht man feiern. Feiert, dass man einfach in die Jugend aufgenommen wurde, dass man seine Konfirmation hatte und hat einfach einen schönen Abend, Tag und Abend. Man hat sich die ganze Zeit auf die Jugend gefreut, man hat Wochen gezählt und dann... Ich bin jetzt nicht gereizt oder so, wenn man mich darauf anspricht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich jetzt eigentlich noch mehr. Und eigentlich fand ich das gar nicht schade, dass meine Konfirmation verschoben wurde, weil es wurde halt nur verschoben und ich wusste, irgendwann anders wird sie schon nachgefeiert werden. Beziehungsweise habe ich da einfach auf den Gott vertraut. Die Verantwortung über den Glauben zu übernehmen, in die Jugend aufgenommen zu werden und einfach ein vollständig eigenes Gemeindemitglied zu werden. Also ich bin dann verantwortlich für meinen Glauben. Ich kann ihn beenden oder ich kann ihn weiterführen, so wie ich es vorhabe. Und auch dann irgendwann meine Kinder dazu bringen, dass sie auch dem neuapostolischen Glauben angehören. Ich bin auch dann von allen richtig angesehen, also als Gemeindemitglied angesehen und nicht mehr als kleineres Kind, sage ich mal. Also natürlich bin ich erstmal weg vom Kinderchor, aber auch einfach, dass ich dann in die Jugend komme und mit der Jugend viele schöne Erlebnisse haben darf. Nach der Konfirmation wird sich für mich eigentlich nichts großartig verändern, da ich ja jetzt schon ein Jahr lang in die Jugend einblicken konnte, beziehungsweise da auch schon zu zahlreichen Veranstaltungen war und ich da ein Stück weit schon mein Leben mit angepasst habe. Also für mich ist das Gelübde schon sehr wichtig, weil das Gelübde sagt einfach aus, wie es danach oder wie es danach weitergehen soll. Und dass man sich vielleicht daran auch einfach ein bisschen festhalten kann und entlanghangeln kann, weil man einfach vielleicht nicht weiß, wie soll es weitergehen. Einfach als Mutgebung, man soll den Teufel versagen oder wenn man wirklich eine Situation hat, wo man sich entscheiden muss, dass man diesmal viel bewusster sich für die richtige Variante entscheidet, beziehungsweise einfach auch viel bewusster darüber nachdenkt, gibt es vielleicht eine bessere Variante. Das Gelübde heißt für mich, einfach auf den Heiligen Geist zu hören, beziehungsweise was Gott dir versucht zu sagen. Und für mich persönlich heißt es einfach, dem Teufel zu entsagen, einfach mit deinen Mitmenschen, auch wenn sie dich provozieren wollen, respektvoll beziehungsweise nett umzugehen. Stell mir das vor, so vor, dass
der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man gibt halt seinen Glauben, der jetzt ja einem selbst gehört, über den man jetzt selbst entscheidet, wirklich dem Gott und sagt damit auch, ich möchte in der Gemeinde bleiben und, oder nicht in der Gemeinde, sondern in dem Glauben und bei diesem Gott bleiben. Man möchte sich nicht mehr davon beeindrucken lassen, was der Teufel macht oder was er dir anbietet, um dich von deinem Glauben und von Gott zu lösen. Und man möchte halt wirklich alles hinter sich lassen, was mit dem Teufel zu tun hat oder was der einem anbieten könnte, und sich bloß auf Gott verlassen. Mit meinem Konfirmandengeld habe ich vor, mir meinen Moped-Führerschein zu finanzieren oder, wenn es reicht, vielleicht sogar noch ein Stück weit ein Enduro-Fahrrad. Bis jetzt ist an sich jetzt noch keine große Ausgabe, die ich vor mir habe. Ich werde es erstmal sparen und einen Teil dann für meinen Führerschein ausgeben. Einen genauen Plan habe ich noch nicht, aber ich habe vermutlich vor, es in Upgrades für meinen PC zu investieren.